Willkommen zurück, meine Lieben, zur ersten Folge der Guild Wars 2 Woche. Wie letzte Woche schon gesagt, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es gibt insgesamt 5 Guild Wars 2 Folgen. Als Dankeschön, als Geschenk an euch zu meinem Geburtstag. Am 9. Oktober habe ich Geburtstag und ich dachte mir, als Riesen Dankeschön möchte ich euch ein kleines Dankeschön zurückgeben als Geschenk. Und deshalb machen wir das bei Guild Wars, als auch bei meinen Sims Let's Plays. Und bei Guild Wars starten wir. Und ja, wir haben in der letzten Folge hier schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, waren bei den ehrenwürdigen Göttern und Königinnen und Königen. Haben wir den gequatscht, weil dort war der Portaldurchgang in die Nebel. Und da sind wir jetzt gerade, haben Cass und Ridlock wiedergefunden und stehen jetzt hier vor so einer wunderschönen Nebelwand. Und ich habe so eine dezente Gänsehaut, die mir den Rücken runterrinnt, weil ich nicht weiß, was auf uns zukommt, was ja, wir erwarten können. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, du freust dich auf die Woche. Wir werden auf jeden Fall 3 Story-Geschichten machen, eine Kartenerkundung und das Event, das letzte von Hall of Thorns, Widerstand des Drachens. Ich freue mich drauf, ich hoffe du auch. Ich würde sagen, wir legen jetzt los und... Okay, ich bin einfach zurückgeschleudert worden. Das hat nichts groß gebracht. Erkundet das Gebiet. Okay, okay, dann gehe ich halt außen rum. Vielleicht hat das aber auch hiermit was zu tun. Interagieren. Oh, oh, das sieht aber schön aus. Okay. Das ist wunderschön. Schaut, der Sandsturm ist fort. Schauen wir einmal, was er verborgen hat. Nicht schlecht. Okay, jetzt dürfen wir durch. Oh, was ist das? Oh, das sieht aber cool aus. Dieses Symbol. Ja. Wisst ihr, was es bedeutet? Nein. Das wisst ihr doch. Das ist das Sigill der Sonnenspeere. Ein ja. Symbol für die 8 Tugenden, die sie am meisten verehrten. Wir sollen diesen Weg nehmen. Die Götter haben ihn für uns gewählt. Da okay. Bin ich mir sicher. Untersuchen. Okay, wir müssen scheint hier dieses Pack, nennt man das nicht? Pektogramm oder bin ich jetzt auf dem falschen Trichter? Wir haben hier hinten aber auch so eine Keilsünde. Was habt ihr da, Kommandeur? Wieso auf stehst du überhaupt noch da hinten? Du kannst mal rüberkommen. Und weitere Gravuren finden sich dort in der steinernen Plattform. Yes. Gehören sie zusammen? Warte mal, gucken wir uns das mal an. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und es hat so eine... So sieht aus wie so ein Brokkoli hier vorne. Hat das was mit denen Dingen zu tun? Alle Keile Symbole finden und sie an die richtige Stelle legen. Okay. Da ist so eine Dingsbums. Aufgeladen. Ist nur die Frage, in welche Richtung und in welche... Ich würde sagen, wir holen erstmal einfach alle und dann gucken wir, dass wir es richtig zusammensetzen. Ups, da ist Nummer 3. Ich dachte gerade, dahin steht jemand, aber das ist der Baum, an dem wir vorhin, also letzte Folge, vorbeigekommen sind. Jung. Was steht hier? Das Rätsel auch noch in 5 Minuten. Oh mein Gott, okay. Also hier hoch an manche Dinge kommt man nur, wenn man das Reittier hat. Also mit Springer, das wäre schon gut. Da darf ich noch was reinlegen. Okay, wo sind die anderen? Ja, hier oben liegt auch was, okay. Was ein Zufall, dass ich hier hingeklettert bin. Sind das dann alle? Nee, oder? Das klang vielversprechend. Das klang vielversprechend. Okay. Cass, wo gehst du denn hin, wenn ich fragen darf? Ich weiß genau, wir sind auf der richtigen Spur. Antworten können nicht weit sein. Ich bin mir nicht sicher, was das nächste sein sollte. Der Sandsturm hat dieses Sigill der Sonnensperre aus einem bestimmten Grund verborgen. Es ist nicht vollständig, wenn ihr vielleicht die... Jetzt rennt sie mir schon wieder weg. Dieses Zeichen. Ihr könnt mich ja... Ich glaube, die Stein...
Steinstücke stimmen mit der Zeichnung aller Planeten. Okay. Also das ist vollständig. Bringen wir das jetzt mal hier hin. Ah, das hat, glaube ich, auch gesessen, oder? Oder? Nee, das hat auch nicht gesessen, oder doch? Ah, okay, das waren schon alle. Okay. Oh. Wir haben Gesellschaft. Nur ein Wort und ich reiße sie in Stücke. Oh, wer ist das? Uns fehlen immer noch Teile dieses Rätsels. Wo denn? Was ist, wenn diese Geister mit dazugehören? Fragen wir doch einfach die Geister. Vielleicht sind sie hier, um uns zu helfen. Entschuldigung, muss ich vorhin niesen. Okay, wir haben hier einen Geist. Um in die Wahrheit zu gehen, müsst ihr euch beweisen. Ich werde euch das Siegel der Ehrlichkeit geben. Ich bin bereit. Los geht's. Auf dem Markt bekommt ihr mit, wie euer Vater einige Stücke Obst einsteckt, ohne dafür zu bezahlen. Die Stadtwacht kommt und beschuldigt euch, das Obst gestohlen zu haben. Was tut ihr? Oh, okay. Ihr gebt euch ahnungslos, ihr leert eure Taschen, um zu zeigen, dass ihr nichts gestohlen habt. Ihr sagt den Wachen, dass euer Vater vorhatte, das Obst zu bezahlen. Ihr sagt den Wachen, dass euer Vater das Obst genommen hat und entschuldigt euch aufrichtig. Oh, huh. Sollen wir ihn verpfeifen? Ihr habt die richtige Antwort gegeben. So geht denn und nehmt mit euch das Siegel Gundas, der gewährten Ehrlichkeit lebt wohl. Okay, also es war richtig. Was ist das jetzt für ein Symbol? Oh Gott, okay. Da ist schon was drin, okay. Da passt's auch nicht. Hier passt's. Ritlock. Sind wir hier fertig oder was? Wohl kaum. Ich werde die Geister. Okay. Ah, guckt mal. 1, 2, 3, 4 Fackeln sind schon an. Okay, wir gehen zum nächsten Geist. Nur wenn wir Demut annehmen, können wir Stärke finden. Ich ersuche demütig die Götter um Rat. Na, dann verleihe ich euch das Siegel der Demut. Möge es euch auf eurer Reise behilflich sein. Jetzt haben wir das Symbol. Und guckt mal, das dreht sich sogar. Wie cool ist das denn bitte? Jetzt haben wir hier hinten noch einen Geist. Gewillt sein, etwas zu geben, das die wahre Natur des Opfers. Okay, jetzt müssen wir mit ihr kämpfen. Okay, 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 okay. Oh Mann. Ich schicke den Orb immer in die falsche Richtung. Okay. Ja. Okay. Oh, okay. Das sieht aus wie ein A. Schauen wir mal. Geht weg. Ah, ich glaube, da wo es hin soll, ist auch hier so ein... Ich glaube, man hat es gerade gesehen. Die passt, aber die Markierung... Versucht es einmal mit 1 oder 2 Drehungen. Jetzt? Ja. Okay, wir holen erst die Geister. Hello. Mitgefühl ist der Anfang und das Ende des Verständnisses. Ihr seid lang und weit gereist, um herzukommen. So geht den Mut mit euch, das Seelen. Okay, Mitgefühl. Okay, wie sieht das aus? Sieht aus wie ein Haar. Wo kommt der Staub raus? Hier hinten. Schaut, das meine ich. Da ist wie so ein Windspiel. Müssen es wieder drehen.
Fackel ist an. Eine Fackel fehlt noch. Es fehlt noch eine Fackel und ein Siegel. Um die Wahrheit zu gehen, müsst ihr meine Fragen korrekt beantworten. Nur dann werde ich euch das Siegel der Treue geben. Ich bin bereit. Ihr seid eine Bäuerin, mit die das Land für ihren Lehnherrn bestellt. Einen freundlichen und gütigen Herrn, eine eurer Mitarbeiterinnen bittet euch um leichte Arbeit, damit sie früher Rast machen kann. Was tut ihr? Ich erlaube es ihr und verteile den Rest ihrer Arbeit auf die anderen. Ich lehne ab und verlange, dass sie ihre... ich reduziere ihre Arbeitslast, nehme ihr Teil der Verantwortung auf mich. Ihr habt die richtige Antwort geben, so könnt. Okay, wir haben es. Okay. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Und? Bumm, es leuchtet. Oh mein Gott, wie geil. Der Weg hat sich geöffnet. Okay. Oh, wie cool, wie schön, wie das aussieht. Schaut, ein Portal. Ja. Also, Kashmir, beim nächsten Zusammentreffen mit euren Göttern sind sie hoffentlich etwas weniger feindlich gesinnt als der letzte, den wir begegneten. Bei unserem das sieht Glück ja sind cool sie aus. So verrückt wie Balthasar. Hört damit auf, alle beide. Wir sind hier, weil wir Antworten brauchen. Genau. Den Göttern ins Gesicht zu spucken, wird uns dabei nicht helfen. Da hat sie recht. Respekt. Sie hat recht. Wenn Balthasar eins gezeigt hat, dann, dass mit den Göttern nicht zu spaßen ist. Lasst uns lieber vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wer uns beobachtet. Das stimmt. Betretet das Portal. Okay. Okay, wir betreten es. Und ich bin sehr gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Und mit wem wir, ja, von den Göttern wir dann in Kontakt treten. Ui. Okay. Oh. Erkundet die Bibliothek. Ich sehe leider so gut wie gar nichts. Oh, guck mal. Oh, das ist aber schön. So viele Dinge. Mit der schwarzen Zitadelle nimmt er es nicht auf. Redlock. Ja, ich weiß. Respekt sein. Wow, den kenne ich. Da gab es enorm viele Erfolge, die man machen kann, indem man Bücher holt, irgendwelche Viechen besiegt. Erkundet die Bibliothek. Das ist ja mega schön. Wir haben hier schon die Geister stehen, ein paar, die wir gerade hatten. Oh, guck mal, sie verbeugen sich sogar vor uns. Okay. Müssen wir uns auch verbeugen? Wir machen es einfach mal aus Respekt, ne? Okay, die verbeugen sich. Okay. Okay, wieso verbeugen die sich alle? Warum? Wen haben wir hier? Refugiumsbibliothekar. Können wir mit dem quatschen? Refugiumsbibliothekar. Können wir mit euch reden? Nee. Boah, sieht das toll aus. Okay. Oh, Cormier ist da. Cass. Das muss Cormier sein. Seid gegrüßt, Göttin der Wahrheit. Wir brauchen eure Hilfe. Cass, macht schon. Ich danke euch, Kommandeur. Ich wollte schon sagen, die hat jetzt bestimmt Schiss. Nee, oder? Doch, sie geht hin. Göttin, komm mir. Wir sind gekommen, um euch um euren Rat und eure Hilfe in finsteren Zeiten zu bitten. Werdet ihr uns erhören? Erhebt euch, Fürstin Maid. Wie cool. Bitte, hört der fort. Göttin zu. Balthasar ist aus den Nebeln aufgetaucht, um Tyria in den Abgrund zu stürzen. Er will Kralkatorik töten. Und wenn er damit Erfolg hat, könnte das daraus entstehende Ungleichgewicht... Das ist euch alles bereits bekannt, oder? In der Tat. Oh. Alleine können wir ihn nicht besiegen. Bitte, Göttin Cormier, Tyria zuliebe bitten wir um eure Hilfe. Es tut mir leid, Fürstin Maid. Es gibt nichts, was ich tun kann. Die kann nichts tun? Verzeiht, Göttin. Vielleicht habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Ohne die Hilfe der Sechs haben wir keine Chance, Balthasar zu besiegen. Oder der Fünf. Balthasar ist ja Teil der Sechs. Ey, wollte es gerade sagen. Nein,
Ist er nicht. Nein? Balthasar wurden Anspruch und Titel aberkannt. Er gehört nicht mehr zu den Sechsen. Das ist doch schon mal gut. Aberkannt. Während wir hier reden, ist er in Tyria und führt seine Armee an. Er die hat voll die coole Rüstung. Kann man den irgendwo kaufen? Selbst. Vielleicht versteht ihr es dann. Okay. Okay. Sie schwebt. Wir, die Götter, erkannten, dass es in unserem unvermeidbaren Konflikt mit den Altdrachen keinen Sieg geben könnte. Okay. Ein Krieg mit ihnen würde einzig zur Zerstörung von Tyria führen. Und wir, die Sechs, wären dabei der Funke, der die Welt in Flammen setzen würde. Und so beschlossen wir, uns völlig aus Tyria zurückzuziehen, oh, um der Welt ein weiteres Verhängnis zu ersparen. Das heißt, die meisten von uns kamen überein, das zu tun. Oh, da ist Balthasar. Feiglinge, ihr könnt ruhig fliehen. Ich werde es nicht tun. Ich gehe keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Ich bin die Auseinandersetzung. Alles klar, alles klar. Durch meine Hand sterben. Und ihre Kräfte werden meine Kräfte sein. Das ist doch gar nicht bewiesen, soweit ich weiß. Dass wenn man die Drachen tötet, dass die Kräfte an einen übergeben. Sie sind eine rohe Urkraft, der nichts gleichkommt. Ganz gleich, ob er siegen oder scheitern würde, ob er stürbe oder sie. Balthasars Ehrgeiz würde das Ende von Tyria bedeuten. Der Rest der Sechs, Duena, Grant, Melandru, sogar Lissa, kamen überein, dass man sich um Balthasar kümmern müsse. Wenn ihr nicht gegen die Drachen kämpft, werde ich dafür sorgen, dass ihr mit ihnen verbrennt. Okay, der Typ ist dezent Größenwahnsinn. Ihr seid alle Feiglinge! Dezent Größenwahnsinn? Okay. Also hatte die anderen Götter als Feinde jetzt für sich gemacht. Okay. Oder ihr Outfit sieht so hübsch aus. Ich möchte das auch haben. Gemeinsam beraubten wir ihn seiner Kräfte und ketteten ihn in den Nebeln an. Genau. Dort sollte er auf ewig bleiben. Ohne eine Chance, seine Pläne umzusetzen. Und leider kam Ridlock. Merkt euch meine Worte. Wenn ich frei bin, werde ich euch alle vernichten und eure Kräfte an mich reißen. Ich lasse mich nicht fortschicken. Ich bin Balthasar, der Mächtigste der Sechs. Und ich schwöre euch, ihr werdet mir vor dem Ende eure Gefolgschaft erklären. Wahnsinn, der Typ ist echt Größenwahnsinn. Wäre noch dort, wäre da nicht ein bestimmter Char gewesen, der nach einer alten, erloschenen Klinge suchte? Ja, tut mir leid. Macht das Unrecht wieder gut. Die Mittel sind in Reichweite. Oh, okay. Die Mittel sind in Reichweite. Als er auf diese Welt zurückkehrte, verkleidete sich Balthasar mit Lissas Spiegel, der einzigen Magie, die mächtig genug ist, um die Wahrheit vor uns zu verbergen, als Lazarus. Okay. Als die List ans Licht kam, waren die anderen Götter bereits fort. Und schon bald werde ich mich zu ihnen gesellen. Ihr müsst nicht gehen. Ihr könnt bleiben und mit uns kämpfen. Ihr verlangt einen Krieg zwischen den Göttern. Ist euch klar, welcher Preis für eine solche Schlacht zu zahlen ist? Habt ihr vom letzten Mal, als die Götter sich gegen einen von ihnen, gegen Abaddon, erhoben, nichts gelernt? Vor 1300 Jahren führte Abaddon mit seiner Armee von Fanatikern einen Krieg, der die gesamten Küstengebiete und Inseln der Kristallsee erfasste. Die Schlacht war so wild, dass das Meer verdampfte. Zurück blieb die Wüste, die ihr heute seht. Okay. Als die Götter Abaddon schließlich niederstreckten, verwüstete sein Fall die Lande und es entstand das Ödland. Oh. Abaddon blieb als gefallener Gott 1000 Jahre gefangen, bis er ein letztes Mal auferstand, um Tyria zu bedrohen. Hm.
Eine sterbliche Heldin zog los, um ihn aufzuhalten und war, allen Widrigkeiten zum Trotz, erfolgreich. Doch dann... Ja. Da. Aber dann zerbricht! Unfassbar! All das Wissen! Das Ding dreht durch! Es wird alles zerstören! Ich kann die Kraft zügeln! Komm her! Oh. Das war dann ihr Tod, oder was? Ich war da, um den Schaden zu begrenzen. Ja. Aber da war es bereits zu spät. Oh. Der Ausbruch der Kraft störte das Gleichgewicht der Magie in Tyria und weckte Primordus aus seinem Schlaf. Ah. Das hat den neuesten Zyklus der Zerstörung ausgelöst. Bei einem Krieg zwischen Göttern gibt es keinen Sieg. Nur Opfer und Verluste. Das verstehe ich. Aber die Wahl, die ihr habt, haben wir nicht. Wir müssen kämpfen. Balthasar ist es gleichgültig, ob er Tyria zerstört. Das hat er selbst gesagt. Bitte, Göttin. Falls es irgendetwas gibt, womit wir euch überzeugen können, zu bleiben. Nein, Cass. Das ist nicht ihr Krieg. Es ist der unsrige. Kashmir, mein liebes Kind. Ihr habt unsere Hilfe nie gebraucht. Ihr wart bereits auf dem Weg. Folgt der Spur von Vlast. Vlast ist tot. Stellt wieder her, was zerstört wurde. Was? Die gesuchten Antworten sind in der Wüste zu finden. Ich wünsche euch nur das Beste, Kommandeur. Okay. Es ist Zeit. Ich muss zu den anderen. Göttin, komm hier, bevor ihr geht. Ja? Hab Dank. Für alles. Der Segen aller Götter begleitet euch. Dankeschön, das ist schon mal viel wert. Vergesst das nie. Okay, wow. Ich habe immer noch Gänsehaut. Okay. Wahnsinn. Wir haben also den ganzen Weg auf uns genommen, um sie einfach so gehen zu lassen. Cass, geht es euch gut? Ich denke nur darüber nach, Kommandeur. Über das, was Cormier gesagt hat. Ich war wütend. Verwirrt. Aber es wird Zeit, dass wir auf eigenen Beinen stehen. Es liegt an uns, Tyria zu beschützen. Das ist mir jetzt klar geworden. Also was nun? Sollen wir jedes Sandkorn in der Wüste umdrehen, um dort einen Hinweis zu finden? Vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass die Wüste ziemlich groß ist. Wenn es nötig sein sollte, dann auch dies. Ihr habt gehört, was Cormier gesagt hat. Von nun an sind wir auf uns selbst gestellt. Also durchsuchen wir die Wüste. Aber wir tun es auf die schlaue Art. Wir teilen uns auf und suchen mit System. Werde ich machen. Ich möchte sowieso noch zurück zum Tempel der Cormier. Die Flüchtlinge dort könnten nützliche Informationen für uns haben. Und ich habe auch einige Neuigkeiten für sie. Gut. Kanach? Ich mache mich auf den Weg in die Wüste bei Amnon. Vielleicht frage ich auch einmal beim Orden der Schatten an. Meine Kontakte dort können eventuell zur Erhellung beitragen. Ridlock begleitet ihn. Ich übernehme die Flusslande im Süden. Oh, neues Kartengebiet. Nach sprechen wir mit unseren Spähern. Mit jedem, der uns auch nur im Entferntesten bei unserer Suche helfen könnte. Eine kurze Frage. Wonach genau suchen wir? Nach Informationen, die wir weitermachen müssen. Mehr habe ich im Moment nicht zu bieten. Das stimmt. Wir haben schon mit weniger mehr erreicht. Machen wir uns an die Arbeit. Okay, wir müssen durch das Portal gehen oder optional erkundet die Bibliothek, bevor ihr geht. Diese Bücher haben wir ja hier schon durch Cormier angezeigt bekommen. Das ist dieses angezeigte Schriften Cormier. Da können wir nochmal gucken. Okay, also wir können ja einmal ganz kurz hier da ist das Portal. Also diese Bibliothek ist der Wahnsinn. Ich weiß, dass wir Stunden hier drin waren, damals die Erfolge zu machen. Wir mussten
bestimmte Bücher finden, bestimmte Räume entdecken. Also da war ganz, ganz viel, was man machen konnte. Guck doch mal, wie bei Harry Potter, wo die Bücher rumfliegen. Ist so cool gemacht. Und hier ist sogar eine Taucherbrille. Schaut hier. Aufgeladen. Gedicht von Day 9. Dana 9, genau. Da ist zum Beispiel 9 Jahre alt. Hier ist die Taucherbrille. Da muss man dann ins Wasser springen. Den Erfolg, meine ich, habe ich schon. Aber können wir gleich zusammen nochmal machen. Ist auf jeden Fall super cool. Ich meine, wir sind auch noch eins, zweimal hier drin. Das ist nicht das letzte Mal. Wir haben auch so Phasen, wo wir hier kämpfen müssen und den beschützen müssen, den Tempel, soweit ich weiß. Aber ja, ich würde sagen, wir machen dann auch Schluss für die Folge, für die erste aus unserer Special-Woche. Und ja, wir springen jetzt einmal als Taucherbrille hier rein. Juhu. Genau. Und dann dürfen wir hier raus. Es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Ort. Ich finde ihn bezaubernd. Aber ja, die Götter können uns leider so nicht helfen. Wir haben zwar ihren Segen, was schon mal viel wert ist. Aber sie hat, was hat sie gesagt? Das muss ich jetzt nochmal kurz nachlesen. Moment, gib mir eine Sekunde. Sie sagte, stellt wieder her, was zerstört wurde. Also entweder meint sie den Speer oder sie meint, wir müssen Flast irgendwie wiederholen. Aber das kann nicht sein. Also den Speer, den haben wir ja zerstört. Ich vermute stark, dass sie den meint, oder? Okay, wir haben uns ein bisschen umgeguckt. Moment, wir gucken, nee, wir haben nur den Stern, wo wir hier rauskommen. Und ja, wir huschen jetzt hier raus und sind immer noch im Wüstenhochland. Haben aber gehört, dass wir in die nächste Karte schon dürfen. Die Wahrheitsstellen abgeschlossen. Und was ist das? Wir gucken mal rein. Okay, wir kriegen leider immer nur diesen komischen Mahlstein. Aber Handelsverträge zumindest, das ist schon mal etwas. Ich würde sagen, für die heutige Folge war's das. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall Karte erkunden. Und zwar hier dieses Gebiet, das Wüstenhochland. Da haben wir schon 24%. Uns fehlt nicht so viel mehr. Wir werden es wieder mit Plichard machen. Und dann, ja, kommen wir am Mittwoch in ein neues Kartengebiet. Und zwar die Elon-Flusslande. Ein super schönes Gebiet. Da kann man sich den Rochen holen. Und hier in das Ödland kann man sich den Schakal auch holen. Also man sieht viele Tiere. Hier konnte man sich den Springer holen. Hier sieht man auch das Reittier, den Springer, das Abzeichen, das Symbol da. Heißt, wir haben schon den Springer, den Schweberochen, den Schakal in dem Sinn. Und den Raptor kriegt man ja über dieses Herz. Heißt, man hat 4 Reittiere, kann man sich hier über Path of Fire holen. Ich hoffe sehr, dass es dir soweit gefallen hat und dass du dich auf die nächste Folge freust, direkt morgen. Ich freue mich auf jeden Fall und würde sagen, dass wir uns dann bald wiedersehen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.